Wir möchten dir einige Fragen stellen zum Thema Apps, die ihr in eurem digitalen Unternehmenskonzept ja verwendet. Also in erster Linie gibt es ja auch zum Beispiel auf der Homepage die Möglichkeit für den Gast, euch per Chat-Funktion zu kontaktieren. Wie wird das bisher angenommen? Gibt es da Resonanzen und wie wird das umgesetzt? Also es wird gut angenommen. Es kommt immer darauf an, wie groß dieser Chat wird. Na? Das ist ja ein Button, der rauffahren kann oder klein bleibt. Und wenn er groß ist, wird er auch entsprechend viel genutzt. Wenn er kleiner ist, weniger. Wir müssen da ein bisschen eher schauen, dass unser Team im Hintergrund dann die Chat-Anfragen noch bewältigen kann. Also ich sag mal, wir haben, wenn er klein ist, so um die 20 Anfragen über diesen Chat, je nachdem, die dann auch gut bewältigbar sind. Und wenn er größer sind, deutlich mehr. Aber wir haben jetzt nicht nur ein Team, was sich darum kümmert, sondern letztendlich ist es die Tourisinformation, unser Service Center, in einem Bereich, der sich darum kümmert. Und das muss handelbar sein. Und genau, Fragen kommen natürlich vielfältigster Art und Weise. Manchmal wird auch das verwechselt mit dem direkten Kontakt mit dem Gast, mit dem Gastgeber in dem Fall. Das ist lustig zu sehen, aber es wird gut genutzt, ja. Ja, schön. Und ansonsten natürlich die klassischen Social-Media-Kanäle werden da letztendlich auch bespielt, aber ergänzend dazu bietet ihr zum Beispiel auch verschiedene Smartphone-Apps an, wie zum Beispiel Hochschwarzwald, die Reiseführer-App oder den Hosentaschen-Ranger. Was habt ihr euch durch die Einführung da erhofft? Wo sind da die Vorteile fürs Unternehmen oder auch für die Leistungsträger und auf der anderen Seite auch für die Kunden? Also letztendlich soll es natürlich Service sein, direkt für den Gast vor Ort. Da ist immer ein bisschen die Frage, wie ist der Empfang auch nachher, ne? Wenn ich Live-Sachen habe, wenn es um Kartendarstellungen geht, bei der Hosentaschen-Ranger-App oder anderen jetzt, die über Outdoor Active angeschlossen ist, unsere Reiseführer-App. Die ist natürlich eigentlich der zentrale Punkt, der wirklich dem Kunden den Mehrwert bietet, der auch, wenn ich das entsprechend genehmige, ja auch direkt die Informationen vor Ort dann auch live ausspielen kann. Das heißt, was weiß ich, Mittagessen beispielsweise, ne, gibt er mir Tipps jetzt vor Ort, wo ich bin, location-based halt. Und das wird soweit ganz gut angenommen, könnte aber auch deutlich besser sein. Also da ist einfach die Problematik, wenn man auch ganz offen und ehrlich dazu ist, es gibt viele Apps, ne? Und wirklich dann so eine App im Urlaub auch tatsächlich zu nutzen, da braucht sie schon einen richtig guten Mehrwert, den der Gast auch für sich sieht und das Ganze dann auch entsprechend dann für sich nutzen möchte. Ja, also grundsätzlich sollte man also davon ausgehen, dass oder von den Kundenwünschen, basierend auf den Kundenwünschen, so eine App entwickeln jetzt als Hinweis für kleinere Unternehmen, die sich vielleicht neu damit beschäftigen, für Hotels oder auch Restaurants. Werden die auch damit in diese Apps eingebunden? Ja, die sind eingebunden. Da würde ich immer sagen, wenn man kleiner unterwegs ist, Finger weglassen. Es ist ein Riesenaufwand, selbst für uns als Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern, so eine App zu pflegen, immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Fängt schon damit an, dass auch die Betriebe, wenn die Daten, also wir haben alle Daten selber im Griff letztendlich, haben die Hoheit über die Daten, dass die ihre Öffnungszeiten aktualisieren etc. Du erwartest da von dieser App, hier und jetzt muss das stimmen. Und dieser große Aufwand, der dahinter steht, den können kleinere Unternehmen fast nicht leisten. Da würde ich lieber dazu tendieren zu sagen, ja, baue eine gute Webseite, die gut mobile optimiert ist, absolut ausreichend. Was gibt es da ansonsten noch als Trends oder Perspektiven für die Zukunft? Was ergibt sich da gerade? Gibt es da bestimmte Themen, die momentan eine Rolle spielen und auch noch relevant werden für die nächsten Jahre? Ja, da sind wir jetzt gerade dran zu schauen, inwieweit wir wirklich Echtzeit-Content also ausliefern können über unsere Website, auch dann mobile-fähig entsprechend natürlich der gleiche Inhalt. Dazu in den Überlegungen sind wir gerade dabei, wie können wir mit dem Gast noch über andere Dinge in Kontakt treten, wie Bots oder auch Messenger-Dienste wie WhatsApp, da sind wir noch nicht so weit, um da wirklich in eine Echtzeitkommunikation auch mit dem Gast kommen zu können. Da sind wir gerade dran, die Dinge so weit aufzuarbeiten, zu gucken, was bietet der Markt, was macht Sinn, was bringt einfach den Kunden Nutzen letztendlich, um die Technologien sinnvoll für uns zu nutzen. Also es geht nicht darum, irgendwo aufzusetzen, nur weil es jeder macht, jeden Strohhalm zu picken, sondern wirklich zu sagen, was macht Sinn, wo können wir die User Experience einfach erhöhen, wo können wir wirklich dem Gast Mehrwert bieten, dass er dann nachher auch entsprechendes Urlaubserlebnis hat, wo er sagt, wow, guck mal, das ist ja cool, das nutze ich jetzt nicht nur mal, sondern erzähl es auch meinem Nachbar und dann läuft es auch. Also die
Kombination von neuen Technologien, natürlich basierend auf dem Unternehmenskonzept und letztendlich auch verbunden mit den Kundenwünschen. Das wäre quasi so ein Schlüssel zum Erfolg, auch langfristig gesehen. Richtig, einfach am Ball dranbleiben, auch mal Dinge auszuprobieren, Mut zu haben, da reinzugehen, auch mal ausprobieren. Wenn es nicht klappt, ist ja auch in Ordnung. Aber wenn ich es nicht mache heutzutage, die Entwicklungen gehen so schnell in den Digitalisierungs- und Disruptionsbereich, da muss ich einfach am Ball bleiben und mal Mut haben, auch mal in eine Lücke vorzustoßen. Und wenn es nicht ist, ist auch gut, dann weiß ich es danach. Aber anderweitig kann ich heute gar nicht mehr so schnell lernen.